Also gebaut nach dem deutschen Reinheitsgebot ist nun auch kein Qualitätsmerkmal. Ne? Also nicht mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ach, geht schon los? Ja. Dann schmeiß das. Was ganz so besonders Tolle zu trinken. Original Tomboy Premium Pilz, natürlich aus der Premium Büchse. Ne? Vom Premium Blech. Vom schlungenen Bier. Im letzten Video gab es die feinste Berliner Pranke. Guckt euch das Video mal an. Positiv anzumerken ist, ihr braucht keinen Flaschenöffner. So, man kann es ja versuchen. Ein Büchsenöffner. Ja, wollte ich gerade sagen. Ein Büchsenöffner brauchst du. So, was steht denn da? Ja. Gar nichts. Ach, hier. Ach, gucke mal an. Also, Pilz 0,5 Liter, 4,9%, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. Brauerei Mönchengladbach. Auspacken oder wegpacken? Naja, ich würde sagen, wir werden ein anderes Bier trinken. Hier zum Beispiel das Mönchshof Original. Warum steht denn das da rum? Hm. Mensch. Aber wenn es schon mal da steht, dann muss man schon mal trinken. So. Ich meine, es gibt auch zwei, drei Biersorten, die kommen aus der Büchse, die sind gar nicht so schlecht. Also ein Punkt. Ja, ein Punkt. Ein Punkt. Null Augensucht Punkt. Oder Augenflucht? Kipp mal einen da in dein Glas. Du bist ja ausgebildeter Einießer. Kannst du uns ruhig ein bisschen was erklären? Jetzt natürlich nicht. Jetzt bist du erst mal ein. Genau. Musst du ja konzentrieren. Also kein Glück, Glück, Glück. Ich will es jetzt auch nicht gerade übertreiben. Kipp mal ruhig noch ein bisschen was ein. Nee. So. Also, wir gucken uns das mal so ein bisschen an. Also, die Farbe ist schön. Der Schaum ist auch schön. Also, ich bin echt überrascht. Sieht gut aus, ja. Sieht wirklich gut aus. Das sieht ja richtig gut aus, extrem gut aus. Also wenn ich das Bier so sehe, also wenn wir das jetzt mal zensieren, dann ist das schon, dann ist das schon lecker, ne? Also ohne das jetzt mal zu riechen, sondern einfach nur mal zu gucken, ist das schon richtig cool. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Also ich würde dem vorher Punkte geben, vom Aussehen her definitiv. Ja, 4 Punkte. Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe? Tja. Ey, aber... Mich macht das jetzt schon ganz schön stutzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Ratte drin rumschwimmt jetzt. Weiß ich nicht, hat sie schon gefiebt oder so tot? Wenn du ein Haar im Mund hast, dann weißt du Bescheid. Ja, nee. Nur für den Ton. Oh. Was denn? Was ist denn? Wow. Ja. Siehst du, sag ich doch. Prost. Ja, ja. Trink mal. Ach, hör auf, ey. Ach komm, ey. Das ist deutsches Bier. Das kann nicht schlecht sein. Ach komm. Das ist das Spülwasser besser. Also tut mir leid. Oh, okay. Also für mich ist es doch, also wirklich mal, ohne Scheiß jetzt mal, Jens, was ist das denn? Wow. Oh ja. Also, nee, also das ist, weißt du, was ich da rausschmecke? Ich schmecke das Blech raus da. Ich habe metallischen Geschmack drin. Feldschlösschen? Ach so, ja, Feldschlösschen haben wir getrunken. Nee. Das war besser, ja. Also ich mag das jetzt nicht weiter trinken. Willst du das wirklich hinterziehen? Den Uwe? Ja, der Uwe, der sitzt ja jetzt oben bei. Also, feiner Pilzgenuss aus besten Rohstoffen. Wisst ihr was, das ist, als wenn du einen Penner siehst, vom Weiten schon riechend und dran leckst. Warum bist du denn jetzt so? Feiner Pilzgenuss aus besten Rohstoffen. Ach komm, zeig mal, wo steht das? Ja, hier vorne. Ja, so. Kickser ist ja auch so, denn. Wenn das da steht. Das ist, als wenn ich ihn unter der Achsel lecke.
2 Punkte oder was? Alter, das ist aber schon hart. Ja. 1 Punkt? 1 Punkt wäre ja so gut wie ungenießbar, ne? Macht 2. Durch Trainingsgebot, ja. Erstaunlicherweise. Ja, das ist kein Qualitätsmerkmal mehr. Und Uwe. Uwe? Ja, aber, nicht, aber wer kontrolliert denn das? Ne? Na, ich weiß es nicht. Uwe? Ob Uwe kontrolliert hat. Das ist ehrlich. Ja, mag ja sein, dass es irgendjemandem schmeckt, aber du, ganz ehrlich. Wie soll das schmecken? Ich weiß es nicht. Was. Irgendjemand muss es ja geben, oder? Es muss ja Leute geben, die das trinken. Ansonsten. Der Name ist doch schon kacke. Tonbräu. Ich weiß es nicht. Vielleicht hier, komm, pass auf, der Preis ist unschlagbar fast, ja. Das kostet. Das hat einen Spezialpunkt verdient, siehst du. Ne? 55 Cent. Nein, mit 2 Dunkeln, naja, nö. Ja, aber. Hat es nicht verdient, eigentlich. So, darf ich das denn jetzt endlich mal auskippen? Du darfst jetzt einen Witz erzählen und dann sagen wir, Uwe, ja. Naja, mir ist ja fast der Witz erzählen, ist mir fast vergangen. Aber pass auf, um mich denn mal so ein bisschen zu entspannen, werde ich mal einen langen Witz erzählen. Entschuldigung. Ach, nehmen wir mal den kleinen Mann. Ich denke mal, das passt ja ganz gut. Mal sehen. Ein kleiner Mann sitzt traurig in der Kneipe, vor sich ein Bier. Kommt ein richtiger Kerl, haut dem Kleinen auf die Schulter und trinkt dessen Bier aus. Der Kleine fängt an zu weinen. Der Große, ach komm, nun hab dich nicht so. Du memmiges Weichei. Flennen wegen einem Bier? Der Kleine, na, dann pass mal auf. Heute früh hat mich meine Frau verlassen. Konto abgeräumt, Haus komplett leer. Danach habe ich meinen Job verloren. Ich wollte nicht mehr leben. Legte ich mich aufs Gleis. Umleitung. Wollte mich aufhängen, Strick gerissen. Wollte mich erschießen, Revolver klemmt. Und nun kaufe ich vom letzten Geld ein Bier, kippe Gift rein und du säuftest mir weg. Das ist echt gut. Uwe, ja? Vielleicht sollten wir den Wegkippfaktor nochmal mit integrieren da in die Tabelle. Minuspunkte oder was? Ja. 9. Was? Stabiles Blech. 9 Punkte, ey, stabile Blech. Mann, wir sind echt zu gut mit dir, okay, ohne Scheiß, Alter. Blech. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Auf jeden Fall. Gib dein Bedauern nun laut kund und trink ein Gebräu edler Klasse. Mann. Hol das Menschhof raus, Junge. Dem Nachtrag, das original, war das nicht, Alter. Austrinken. Prost. Was trinken wir als nächstes? Oh, ey. Ich sagte, Gott sei Dank sind die schlechten Biere weg. Vielleicht Mönchsbräu. Jetzt kannst du nur noch besser gehen. Bergauf geht's jetzt. Mit Bergadler. Nein, natürlich nicht. Was hast du denn gegen Bergadler? Ach, nur so. Das ist bestimmt gut. Ja, ja. Ich hab das genommen, was am günstigsten aussieht. Aha. Was im Endeffekt am teuersten ist wahrscheinlich. Oh, guck mal, die Farbe gefällt mir schon mal. Gelb? Ach nee, das Grün hier oben, wa? Deswegen gefällt dir das so. Ja, das eher so das Gelb. Bist du auch so ein Grüner? Genau, ich bin sowas von Grün, Junge. Es ist das Grüner Vollbierhell. Das ziehen wir uns das nächste Mal rein. Also, wir probieren das. Das Zeug muss weg. Das kippen wir jetzt weg. Kein Witz. Probiert selber, ja, macht euch euer eigenes Bild. Okay, lasst es bitte. Trinkt es einfach nicht. Kauft euch lieber was anderes günstiges. Für sowas sind wir ja da, damit ihr das nicht machen müsst, trinken müsst, testen müsst. Bis zum nächsten Mal, haut rein.